Wir sind im Lenkwerk, zu Besuch bei Harley Davidson Bielefeld. Wir haben hier eine Comic-Style-Lackierung von AHA Design drauf. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Ich habe das mal früher gemacht am Anfang, aber das, da habe ich jetzt nicht mehr so den Nerv zu, da ihn schnell ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist auch, das fühlen die Leute auch, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Servus Leute, grüßt euch. So, wir sind heute mal in einer ganz besonderen Location. Wir sind im Lenkwerk zu Besuch bei Harley Davidson Bielefeld. Ich habe hier den Kelle mit dabei. Moin Moin. Unter anderem Mitarbeiter bei Harley. Du kannst ja einmal kurz ein paar Sachen zu dir sagen, was du hier machst und ja, was wir eigentlich heute hier vorhaben. Also in dem ganzen Konstrukt Harley-Davidson sieht man mich eigentlich meistens hinter der Kamera, zumindest hier. Ich mache selber auch, sage ich mal, Social-Media-Content, da kennt man mich auch vor der Kamera. Das heißt, vielleicht hat der ein oder andere schon mal was von mir gesehen, könnte sein. Ja. Hier bei Harley Bielefeld ist meine Aufgabe eigentlich eher das ganze Marketing. Sprich, ich verwalte das Ganze so ein bisschen, gucke das Marketing für Osnabrück, für Bielefeld, primär für Bielefeld und versuche halt einfach irgendwie coolen Stuff zu machen, um halt eben diese ganze Szene auch so ein bisschen voranzubringen. Ja, ja, und das wollen wir eigentlich heute auch machen, weil ich habe auch, wir haben gerade schon mal gequatscht, ich habe jetzt nur noch ein Fahrtenvideo, das war noch von Fark, da sind wir nach Slowenien gefahren. Ja, und aktuell braucht man da überhaupt nichts machen draußen. Das ist so. Ich habe das mal früher gemacht am Anfang, aber das, da habe ich jetzt nicht mehr so den Nerv zu, da irgendwie im Schnee durchzugehen. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist auch, das fühlen die Leute auch, glaube ich, so. Ich glaube auch nicht. Ja, vor allem, da hast du auch nichts Schönes eigentlich, ne? Du fährst so kleine Touren, danach kennt ihr ja selber, ne? Dann frieren die Pfoten, ja. Das macht nicht so Sinn. Was wir machen wollen, ist auf jeden Fall, ja, eigentlich so mal so ein bisschen Bikes vorstellen, ne? Das heißt, wir haben heute, haben wir hier ein schönes Motorrad, da sagst du ja noch ein paar Sachen dazu. Ganz genau. Und ich glaube, das könnte ziemlich cool kommen, wenn man halt sagt, okay, was wären noch so unsere Favorites, was wir noch verändern würden. Ja. Weihnachtszeit, ne, steht da jetzt vor der Tür. Da kann man vielleicht nochmal die ein oder anderen Parts dann auch shoppen. Genau, den ein oder anderes Geschenk nochmal droppen bei dem Partner. So sieht es nämlich aus, ja. Und ja, dann lass uns doch mal loslegen. Ganz genau. So, ich stelle euch das ganze Bike jetzt mal vor. Seht mir nach, wenn ich jetzt vielleicht nicht der absolute Fachmann bin. Ich bin, wie gesagt, eigentlich eher hinter der Kamera. Also da ist unser Verkaufs- oder Werkstattteam vielleicht qualifizierter. Aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin. Also, das Bike soll an sich nur eine Basis sein. Da werden wir gleich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu sagen. Man soll noch ein bisschen was machen können, aber trotzdem ein gewisses Unikat. Ne, wir haben hier eine Comic-Style-Lackierung von AHA Design drauf. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Auch noch mit einer Schutzfolie über den Koffern zum Beispiel, dass man, wenn man aufsteigt, man kennt das, jeder, der schon mal Tourer gefahren ist, bei jedem zweiten Aufsteigen haust du dir mit dem Schuh eh da drauf. Hier braucht man sich da keine Sorgen machen. Haben wir so ein bisschen was verändert. Es sind nur Kleinigkeiten, die aber, wie oft bei Harley, finde ich, viel ausmachen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hinten an, gehen nach vorne durch und ich erkläre euch das so ein bisschen. Wir haben hinten den Kennzeichenträger geändert mit integrierten Leuchten und Blinkern. Ist natürlich eine sehr schöne und smarte Lösung. Gerade beim Tourer hast du dann hinten eine sehr cleane Optik. Ne? Unten drunter verbirgt sich eine Jacqueline Hyde Klappenabgasanlage. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Den Sound kennt jeder. Du hast geilen Sound, aber trotzdem halt keine Probleme, wenn es jetzt um eine Polizeikontrolle oder so geht. Ist ja ganz gängig. Ne? Also, genau. Ja, vor allem, das ist ja wirklich, sorry, dass ich unterbreche, aber das ist ja heute echt schwierig mittlerweile, weil sobald du halt irgendwie etwas lauter bist, du hast ja nur noch Probleme mit 100%. Also es lohnt sich einfach auch fast gar nicht mehr, ne? Also ich würde da jedem abraten, in irgendwelche Richtungen zu gehen, die da eben ins Illegale gehen, weil ihr habt nur Kopfschmerzen, ne? Eben bei solchen Herstellern wie Jekyll und Hyde habt ihr da einfach kein Problem. Ne? Einfach fahren und nicht Sorgen machen, wenn das regelkonform eingebaut wurde und so ist, wie es gedacht ist, dann passt das alles, ne? Dann hier Kleinigkeiten, was ich auch sehr schön finde, hier nochmal die Reflektoren leicht foliert, nochmal mit einem Harley-Davidson-Schriftzug mit drin, wenn da jetzt Licht drauf kommt, sieht man das besser, finde ich, ist aber eine schöne Lösung, im Vergleich zu diesem einfach nur orange. Genau, Sitz und alles ist noch ganz normal Standard, also da ist noch Luft nach oben, sage ich mal. Was sich jetzt hinter den Koffern noch verbirgt, ist ein Wilbers-Fahrwerk, gerade bei den Touring-Modellen doch schon ein großer Unterschied, muss ich sagen. Bei Softail-Modellen streitet man sich, ob das notwendig ist oder nicht. Bei Touring-Modellen, finde ich, macht das schon sehr viel aus. Also ich war ja auch bei Wilbers und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Finde ich auch. Also meine Roadlight, die fühlt sich jetzt, ungelogen 50 Kilo leichter an oder so. Ja. Also das ist wirklich heftig. Ja, finde ich auch. Ne? Also hier hast du da fahrtechnisch wirklich schon ein gutes Paket. Ne? Du hast Sound, du hast ein geiles Fahrwerk. Ne? Also das ist schon echt, echt top. Vorne, Lenker ist noch Standard. Wir haben nur die Griffe angepasst. Wir haben schwarze Hebel dran gemacht und wir haben vorne auch nochmal kleine Blinker dran gemacht. Ne, kannst vielleicht nochmal rumkommen, von vorne das Ganze zeigen. Dann sieht man ein bisschen besser, was ich meine. Ne, also vorne relativ stock,
bis auf die Lackierung. Dadurch sieht es ja immer irgendwie dann custom aus, auch wenn du nicht viel veränderst. Aber ja, das Wichtigste ist gemacht. Ich denke, das würde eh jeder bei dem Bike machen. Aber natürlich mit einem anderen Lenker oder sonst was kann man dem Ganzen nochmal eine gewisse Note verleihen. Was auch noch gemacht wurde, sind hier die flachen Tankdeckel. Finde ich tatsächlich auch eine Sache, die underrated ist, weil ich glaube, die Dinger, weiß ich nicht, kosten gefühlt einen Huni oder so, aber es macht wirklich heftig was aus. Ne? Also bei vielen Bikes, auch bei mir bei der Lowrider, als ich das geändert habe, dachte ich mir so, Alter, das ist echt Tag- und Nacht-Unterschied und jeder, der tanken kann, kann das selber einbauen. Ja. Also das ist echt zu empfehlen. Ne? Sonst ist es das quasi schon mit Umbauten. Wie gesagt, das Ding soll eher eine Basis sein. Ich würde sagen, wir springen zu dem Part, wo wir mal ein bisschen darüber quatschen, was wir da noch dran machen würden. So machen wir das. Top. Ja, Leute, die Basis habt ihr jetzt gesehen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Bike. Ich finde das Konzept auch ziemlich cool, ja. Weil da hatten wir auch schon mal eingangs drüber gesprochen, dass man wirklich sagt, so man hat jetzt hier, ich sag mal, ein Basisbike, wo jeder nochmal individuell so seinen Style da irgendwie mit reinbringen kann. Ne? Ja, ja. Also gerade, also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Comic-Typ, ne, was so Harleys angeht. Ich finde das immer interessant, wenn ich das irgendwo sehe. Aber ich glaube, selber würde ich mir das nicht trauen tatsächlich. Das ist ja oft bei so Custom-Umbauten der Punkt. Ne? Also ich gehe da mit dir einher. Also dieser Comic-Style an sich wäre nie was, was ich mir selber auf meinem Bike irgendwie vorstellen könnte. Ich finde es künstlerisch sehr, sehr geil. Es ist geil umgesetzt. Ja. Aber ja, ist nicht 100% mein Stil. Ich bin eher der schlichtere Typ, was sowas angeht. Ja. Also generell so ein Buntlack oder so ist bei mir ganz schwierig. Ja. Aber so an sich finde ich es cool. Da muss ich auch ein Kompliment an unseren Verkaufsleiter Bernd machen, der das Bike geplant hat. Ich finde, das ist noch so ein bisschen so ein Mittelweg. Es ist nicht so extrem wie zum Beispiel unser Performance-Bagger in Orange. Da kannst du mal ein Bild einblenden, damit die so einen Kontrast haben. Ja. Das könnte ich gar nicht fahren. Also das würde gar nicht zu mir passen optisch. Ja. Hier sage ich, das kannst du noch fahren. Ja, ich muss aber auch sagen, das merkt man in letzter Zeit relativ viel. Das schwappt ja auch alles so rüber, diese Performance-Geschichte, dieser Ami-Style, auch gerade jetzt mehr dieses Knallige mit den Farben und so weiter. Ne? Ja. Also ich sag mal so, vor 5 Jahren hast du halt auf jedem Harley-Treffen, hast du nur schwarz gesehen, 80, sag ich mal. 90%. Ja. Und mittlerweile, wenn man sich auch so umhört, auch mal mit irgendwelchen Händlern quatscht und so weiter, ne, dass du, sagen viele, dass du auch schwarze Bikes gerade kaum verkaufst. Ja. Ne? Oder dass Leute immer direkt sagen, okay, nehme ich, aber dann bitte mit der und der Lackierung oder sowas halt. Ne? Ja, das schwappt wirklich aus Amerika so ein bisschen über, gerade diese Club-Style-Szene, die halt dann diese ganz extremen Umbauten haben, farbtechnisch auch mit so eluxierten Felgen und so in Rot oder Blau oder was weiß ich was und dazu halt die Lacksätze dann halt passend abstimmen. Ne? Na, auf jeden Fall. Ja, los, Kelle, dann hau mal raus, was du jetzt quasi hier noch am Bike verändern würdest, was so dein Style wäre. Ganz kurz eine Sache vorab, es ist total normal. Jeder hat irgendwie einen anderen Style und Bock. Ne? Also wir würden einfach jetzt sagen, was wir meinen. Und natürlich gibt es technisch auch eine ganz andere Geschichte. Wir gehen jetzt erstmal auf das Optische. Ja. Klar, man kann immer sagen, ne, man haut hier doch einen 131er Motor rein. Safe. Mapping, Nocke, keine Ahnung. Genau. Ne? Aber wir werden erstmal rein auf das Optische gehen. Ne? Auch das Thema Legalität. Also da muss man natürlich immer schauen, wenn wir dann schon wieder jetzt bei Nocke und sowas sind. Ne? Ja, ja. Ist alles dann natürlich auch immer schwierig. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal jetzt so von dem aus, was das Bauchgefühl sagt, wenn es unser Bike wäre, was wir machen würden. Ja. Also bei mir wäre das sogar relativ simpel, muss ich sagen. Also ich finde die Basis, so wie sie ist, gut. Mhm. Das, was du wirklich brauchst, ist quasi dran. Ein paar Sachen würde ich schon noch ändern. Also ich würde den Lenker auf jeden Fall nochmal verändern. Da hatten wir gerade auch schon mal drüber gesprochen. Vielleicht ein Cotton-Lenker oder irgendwas, was ein bisschen höher ist und ein bisschen kantiger. Ja. Also die runde Form von der Road King, von dem Lenker, finde ich, passt nicht ganz zum Comic-Style. Das muss ein bisschen eckiger und kantiger sein. Ja. Ne? Und dann würde ich auf jeden Fall auch die Spiegel nach unten drehen, vielleicht nochmal ein bisschen andere Griffe dran machen, die ein bisschen rauer sind vielleicht. Ich glaube, das wäre nochmal cooler. Ja. Und definitiv den Sitz. Ja. Ne? Der Sitz von der Road King ist super bequem, das ist ein super geiler Sitz, aber ich finde, zu diesem Comic-Stil brauchst du ein bisschen eine schmalere Linie. Ja. Zum Beispiel dann Settleman, vielleicht farblich abgestimmt mit dann türkisen oder anthrazitfarbenen Nähten. Würde, denke ich, sehr gut passen. Und danach, glaube ich, wären es bei mir tatsächlich nur noch Kleinigkeiten. Mhm. Ne? Halt solche kleinen Cover-Geschichten, ne? Wie vorne von der Achse, sage ich mal, ein Achscover. Vorne beim Kühler das Plastikteil, den Spoiler vielleicht mal austauschen gegen was anderes. Ja. Und eventuell sogar hier tatsächlich die ganzen Schrauben schwärzen. Weil ich finde, die Mittelpartie ist schon sehr schwarz. Mhm. Aber die Schrauben, das stört mich generell oft. Ich noch im Überlegen, das bei meiner Lowrider so zu machen. Alles wirklich dann blacked out so, ne? Das sind immer die Kleinigkeiten, die am Ende dann richtig wehtun. Ja, vor allem vom Arbeitsaufwand. Ne? Ja, ja, genau. Ja, bei mir ist relativ ähnlich. Also ich würde auch den Lenker verändern. Ich bin im Moment super auf Kotlin irgendwie. Ne? Mhm. Also ich habe dir jetzt auch bei vielen Kollegen schon gesehen. Ne? Grüße gehen raus an Gippi, der hat das Ganze gestartet. Der hat sich da einen bauen lassen auch tatsächlich. Ach, krass. Für seine Breakout. Und jetzt,
ich fühle mich auf meiner Roadlight, da habe ich so einen Standardlenker drauf, also einen relativ dünnen, das sieht gar nicht aus. Ne? Also ich mittlerweile denke ich, das ist irgendwie merkwürdig, wenn du so einen dünnen Hast Lenker... du den Serienlenker von der Roadlight? Nee, ich habe so einen Schizzlet, glaube ich. Da sagen ja viele, beim Serienlenker sieht aus wie eine Schubkarre. Ja gut, das... Also ich bin, da bin ich überhaupt kein Fan von, ne? Ja. Also es ist wirklich wie Schubkarrenfahren, ja, ist so, ne? Weil du dann da so drauf sitzt und ich fand das auch, find's mega merkwürdig, wenn du so fährst. Ne? Ja, komische Handposition. Ja, genau. Aber gut, dann fängst du halt wieder an, ne? Dann Lenker und so weiter. Also ich finde, wie gesagt, bin ich bei dir, den Lenker würde ich machen. Ich würde auch Sitz auch sofort, ne? Ja. Das ist wieder das Thema. Klar kannst du sagen, ey, den Sitz würde ich drauf lassen, weil mega bequem zum Fahren, ne? Es kommt ja auch immer drauf an, was hast du damit vor? Also es muss ja auch jeder selber entscheiden. Du kannst natürlich, jetzt haben wir auch gesehen, ne? Wir haben hier noch ein Wilbers-Fahrwerk drin. Also ich denke mal, jeder, der das kennt, der weiß schon, dass man jetzt hier wahrscheinlich auch mitfahren will. Das Ding fährt gut. Das Ding fährt gut, das auf jeden Fall. Und ich würde noch eine andere Felge draufpacken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir haben das jetzt hier relativ spontan gemacht. Aber wenn ich jetzt so spontan entscheiden würde, wahrscheinlich würde ich da, vielleicht würde ich das ein bisschen mischen mit so einem Shikano-Thema, wo man sagt, so Richtung Big Spoke, ne? Ja. 21 Zoll. Und ansonsten... fällt mir auch gerade gar nicht mehr so viel ein. Ja, auf jeden Fall Lenker, Sitz, vielleicht noch einen anderen Lampenschirm noch. Ja, und dann so kleine Details. Ne? Also ich glaube, Felge bin ich auch bei dir, da kann man noch was machen. Ich denke, eine größere Felge würde dem Ganzen gut tun optisch. Ja. Aber anstatt Big Spoke sehe ich da eher so was Gefrästes, ne? Weil das irgendwie auch wieder passt, dann mit so ein paar, sage ich mal, Schrauben im, drumherum, so im Kranz, sage ich mal, ne, der Felge. Ich glaube, das passt gut zum Stil. Da gibt es ja viel, zum Beispiel bei Thunderbike oder sowas, was die dann machen. Denke ich, was vom Stil schon gut passen würde. Ja. Und dann eventuell, wenn man da sowas gefräst, es hat vielleicht auch nochmal die Trittbretter hier anpassen, dass, sage ich mal, diese Gummioberfläche wegkommt. Und du, gibt es ja auch von Harley selber, glaube ich, schon diese Trittbretter, wo du diese gefrästen Löcher drin hast. Ja. Na, ich glaube, das würde dann auch nochmal sehr, sehr stimmig sein. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass die Linie beibehalten wird. Ja, ich glaube auch, also so mehr ich jetzt gucke, fällt mir jetzt auch wieder im Nachhinein ein. Das ist ja auch teilweise so ein bisschen alles eher so, eher, weiß ich nicht, ist es ja auch so ein bisschen Comic-Style Industrial so leicht. Ja, voll, ne? Voll. Und dann hast du ja auch dieses, dieses bisschen kantige Trittbretter, vielleicht auch sogar eine andere Crashbar und sowas noch, ne? Ja. Könnte schon passen. Also man hat hier auf jeden Fall viele Möglichkeiten, hier kann man sich noch richtig austoben, ne? Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, das Ding ist ja auch aktuell zum Verkauf, ne? Ganz genau, ja. Das also, jeder, der Interesse hat, kann sich bei gerne bei uns melden. Ja. Ne? Also anrufen, vorbeikommen, einfach mal anschauen. Ja. Oder, das Video wird wahrscheinlich erst danach rauskommen, vielleicht haben das Ding auch schon viele auf der Messe gesehen. Ja. Das war so ein bisschen auch gedacht für die Messe, einfach mal, ne, nochmal diesen Comic-Style etwas ruhiger anzugehen. Aber natürlich will man das Bike auch verkaufen. Ja, ja. Also es bringt uns nichts, immer Bikes zu bauen, die rumstehen und gut aussehen, da hat keiner was von. Deswegen hier halt ein schönes Bike, wenn man wirklich was, ein Unikat haben will, wo aber noch Potenzial ist, das wirklich zu deinem eigenen zu machen. Ja. Da würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, dass die Zuschauer vielleicht mal was in die Kommentare schreiben. In welche Richtung würdet ihr gehen? Ne? Also ihr kennt jetzt die Basis, ihr kennt unsere Vorstellung. Wäre vielleicht mal sehr interessant, weil es gibt bestimmt Leute, die gehen komplett in eine andere Richtung wie wir. Ja, auf jeden Fall, 100%. Ja. Der eine wird vielleicht sogar sagen, ich würde es erstmal umlackieren. Genau. Okay, das Erste, was ich machen würde, erstmal anderen Lack schwarz. Genau, erstmal schwarz matt. Ey, das ist so, ne? Jeder, wie er Bock hat, ne? Genau. Das auf jeden Fall. Ey, Leute, noch ein Thema vielleicht zum Ende. Lasst uns mal bitte wissen, ob ihr weiterhin Bock auf so eine Art Videos habt. Wir haben das einfach mal so spontan entschieden, dass das vielleicht cool kommen könnte, ne? Ja. Und haut mal raus, was er meint. Und wir haben auf jeden Fall Bock da drauf. Und dann würde ich sagen, passt das soweit, oder? Ich denke auch, ne? Also Leute, dann habt eine schöne Weihnachtszeit. So sieht's aus. Und genießt die Zeit auf jeden Fall mit der Family. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Fangt schön an umzubauen. Und dann bis dann, macht's gut. Ciao. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jar. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see.